first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become? Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Reise, und zwar Conan Exiles. Wir reisen in die Welt von Conan dem Barbaren, und Conan selbst rettet uns vom Todesbaum und schenkt uns damit unser Leben, und wir müssen dann schnell lernen zu überleben. Wir sind in einer Welt barbarischer Natur und müssen gegen Monster kämpfen, gegen andere Feinde, Verbannte. Wir sind im Land des der Verbannten. Wir müssen uns gegen andere Verbannte zur Wehr setzen. Das Spiel selbst ist ein Sandbox-Game, Survival mit Survival-Elementen, aber auch epische Schlachten. Kann Einzel-, also Singleplayer, Multiplayer und Online-Multiplayer technisch gespielt werden. Wir fangen jetzt hier einfach mal an, uns einzustellen hier. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe schon mal reingeguckt, um mich so ein bisschen mit der Steuerung vertraut zu machen und zu gucken, wie alles so ein bisschen funktioniert. Und wir starten das Spiel im Einzelspielermodus. Und wir sind im Land der Verbannten. Die Stufe ist dekadent. Also, Stufe für Spieler gedacht, die bereits Survival-Titel gespielt haben und nicht gefordert und gefordert, aber nicht überwältigt werden wollen. Das ist das grundlegende Conan Exiles-Erlebnis. Genau. Wenn du stirbst, verlierst du deine Gegenstände, musst du dir von der Leiche wiederholen, und Gebäude werden nicht nach einiger Zeit verlassen. Achso, werden nach einiger Zeit nicht verlassen. Hä? Die Säuberung trifft deine Basis in regelmäßigen Abständen. Ich weiß noch nicht so ganz, was diese Säuberung auf sich hat. Da bin ich auch nochmal gespannt. Ich glaube, da wirst du einfach von irgendeiner Horde überrannt und musst dich gegen die wehren. So ganz verstanden habe ich es noch nicht. Aber das werden wir alles hier sehen und erleben. Und ja, lasst uns mal einen Charakter formen. Ja, den möchte ich überschreiben. Das ist okay so. Genau. Wir fangen erstmal langsam an. Die nächsten Folgen werde ich euch beim Sammeln und Ressourcen schöpfen und jagen. Wir spielen natürlich männlich. Erstmal müssen wir hier einstellen, ne? Ne, wir wollen hier... Welches Volk nehmen wir? Da kenne ich mich auch noch nicht so ganz mit aus. Wir haben dunkelhaarige Schlanken Hyrkanier, die Nachkommen der Lemuranier, die nach ihrer Flucht aus der Sklaverei durch die Kari nach Westen zogen. Den berühmtesten hyrkanischen Stamm bilden die Turanier, die sich an der Küste der Vilayetze ein eigenes Reich geschaffen haben. Okay, das sind, was sind das für Leute? Keine Ahnung. So, dann haben wir die Kitaner. Mysteriöse und verschlossene Kitaner stehen im Ruf, mächtige Magier zu sein. Genau, Zaubern lernen wir hier auch.
Über die Schwarzen Königreiche ist nur wenig bekannt, aber Händler und Abenteurer erzählen sich sowohl Geschichten über wilde Stämme als auch über mächtige Kulturen, die in den Weiten des Landes erblühen. Hört sich auch interessant an. Die blonden Aesir und rothaarigen Vanir bilden das hellhäutige und blauäugige Volk, das über die Königreiche nördlich. Ah, ich glaube, ich habe mich ein bisschen erkältet, ey. Die blonden Aesir und rothaarigen Vanir. Meine Güte, jetzt hier. Bilden das hellhäutige und blauäugige Volk, das über die Königreiche nördlich von Cimmerien herrscht. Die unberechenbaren und wilden Nordheimer setzten ihre Statur und rohe Gewalt ein, um ihre Gegner in die Knie zu zwingen. Die Stämme der Pikten führen ständig Krieg gegen andere Stämme, ihre Nachbarn und jeden, der es wagt, in ihr Territorium einzudringen. Das Leben eines durchschnittlichen Pikten ist ein unablässiger Albtraum, da dunkle Götter und blutige Kriege ihr Leben jederzeit je beenden können. Aha. Ja, mit dem habe ich angespielt. Sieht auch ganz cool aus, eigentlich. Der sieht eher aus wie so ein geschickter Handwerker. Ja, so sieht er auch ungefähr aus. Durch und durch barbarischen Dafaris sind blutrünstige Banditen und Mörder, die lose Gruppen bilden, um am Altar ihres Gottes Jog Opfer darzubringen. Sie feilen ihre Zähne spitz zu und formen aus ihrem schwarzen Haar mit Zweigen und Schlammhörner, um sich eine dämonische Gestalt zu verleihen. Klingt auch interessant. So, im Goldenen Königreich Venya regiert eine Kaste von Herrschern, die gemeinhin als gottgleich gelten. Vor allem die Schwester des Königs Devi Yasmina ist für ihre überirdische Schönheit berühmt. Nee. Die Zamorania, Diebe der Welt, besten Diebe der Welt. Und dann auch in der Stadt der Diebe. Nein. Der sieht auch gut aus. Während singaranische Adlige für ihre Ritterlichkeit und Schwertkunst bekannt sind, gelten singaranische Seeleute in den Häfen der zivilisierten Welt als ungehobelte Rüpel. Naja, und dann gab es hier hinten noch welche. Die Himmelianer, eingekeilt zwischen den Turianern im Norden und den Venyanern im Süden, sind die Himmelianer ein Volk von Überlebenskünstlern. Sie stärken sich gegenseitig den Rücken und stellen sich ihren zahlreichen Feinden mutig entgegen. So, dann haben wir hier Stygien Königs Tess. Obwohl in Stygien Königs Tess von regiert, ist es ein offenes Geheimnis, dass die Priester von Seth die wahre Macht in Händen halten. Allein der schwarze Ring. Ja, bla bla bla. Und die Cimmerier, die barbarischen und kriegischen Cimmerier sind durch die Nachkommen der antiken Atlanter. Sie kämpfen in erster Linie zu Fuß und überfallen in schöner Regelmäßigkeit ihre Nachbarn im Osten, Norden und Süden. Also irgendwie gefällt mir tatsächlich das hier noch am besten, ne? Er hier. Er da. Irgendwie schon. Weil die auch mysteriös sind, ne? Obwohl, wir nehmen mal die... Ach, da sind noch mehr. Oh, dann nehmen wir die Hyborianer. Sind die Nachkommen der barbarischen Bori-Verehrer, die vor Jahrtausenden aus dem Norden einfielen und das antike Reich Acheron zerstörten. Die ursprünglichen Hyborianer hatten rötliches Haar und graue Augen. Allerdings hat sich ihre äußere Gestalt durch die Vermischung mit anderen Völkern inzwischen verändert. Barbarisch. Barbarisch klingt gut. Dann haben wir Religion. Wie hieß deren Gott hier? Bori. Müssen wir mal gucken. Ich lese hier jetzt nicht alles vor, ne? Halt. Religion. Mitra als Hauptgott. Seth. Jog. Ymir, Herr der Stürme, Avatar, der Keto, Rom, Zart, Mitra,
Zed, Job, Ymir, Derketo, Chrom und Zart. Hier, Mithra als das Hauptgott aller Hyboreaner, ein strenger, aber wohlwollender Gott. Den nehmen wir dann auch. Stimme? The gods, cut me down, please. Cut me down. The gods, cut me down, please. So. Kopfoptionen. Ja, da machen wir jetzt nicht viel dran, oder? Haare. Was haben wir denn hier so? Naja. Ja, hier, das vorletzte war gut. Das hier. Ja, das lassen wir so, ne? Ja. So. Gesicht, das bleibt so. Ja, und Tacken brauner hier. Augenbrauen, ja, die können wir so lassen. Gesichtsbehaarung. Sowieso schwarz. Ne, ich würde den da nehmen. Den ganz am Anfang. So. So würde ich es machen. Augenschatten. Geschminkter Kerl hier, du. Ach. Nee. Lass mal schwarz. Schwarz ist cool. Das sieht wenigstens böse aus, ne? Ja, sowas muss ich alles nicht immer haben, ne? Nee. Das lassen wir alles, wie es ist. Körpermerkmale. Länge. Ah, das passt schon. Hier, machen wir es so. Keine Nacktheit. Ja. Nee. Die wollen wir nicht haben. Statur. Ja. Ach so, da. Ja. Ich sehe irgendwie keinen Unterschied da. Ach so, das ist okay. Brustgröße. Ja. Ausstattung ist mir doch egal. Oh Mann, Leute. Charakter wird fertiggestellt. Hier hängt Ashburn, Hyboreaner, wegen folgender Verbrechen verurteilt. Unerlaubte Versklavung, Verkleidung als Priesterin, Ermordung eines Magistraten. Wer diesen Körper, egal ob lebend oder tot, vom Kreuz entfernt, wird gemeinsam mit allen Mitgliedern seiner Familie zu Tode geschunden. Okay, ich verschwinde mal und dann gucken wir uns das Spektakel jetzt an. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines.
I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. You cannot cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. So, da sind wir angekommen und befreit worden. Wir müssen uns mal hier auf diesen Weg machen. Und wie gesagt, ich hole euch jetzt oder behalte euch jetzt erstmal dabei. Sieht schon geil aus, ne? Auch der Vorspann richtig cool gemacht. Also gefällt mir richtig gut. Du hast etwas entdeckt. Die schlechte Straße. Okay. So, wir können auch rennen. Das ist gut. So, hier auch witzig mit den Fußabdrücken. Cool gemacht. Was haben wir denn hier? Oh, trinken. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun of the glittering spires of Belverus is forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence, and this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Ach, schade, ich dachte, ich könnte die Arme klauen, die Pfeile hier klauen. Dann hätte ich schon mal welche. Ja, aber insgesamt habt ihr ja gerade gesehen, wir müssen mal gucken, ne? Nicht, dass hier noch mehr solcher Briefe rumliegen. Ich habe jetzt schon mal was zum Trinken. Das habe ich allerdings beim Anspielen nicht entdeckt. Dass immer nur zufällig irgendwo liegt und man findet es oder findet es nicht. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, beim Anzocken war es nicht dabei. So, was haben wir denn hier? Ich habe jetzt 24 Steine. Kann ich schon irgendwas bauen hier? Na, ich brauche noch ein paar Stöcker. Oder Äste. Whatever. So. Wirkt ja erstmal recht einödig hier, ne? Ja, wir warten mal ab, wo wir hinkommen, wo wir rauskommen. Also ich würde jetzt erstmal hier oben hingehen, wo Wasser ist.
dass wir da was zu trinken bekommen. Müssen uns schnellstmöglichste Kleidung natürlich machen. Und hier, Stöcker. Ja. Boah, ist auch geil gemacht mit dem Abdruck im Sand und so. Total cool, ey. Ey. Jetzt nimm das doch mal hier. So, kann ich schon jetzt eine Axt bauen? Gute Frage, nächste Frage. Das sieht doch gut aus. Alter! Oh, Geräusche hier, du. So. Sollen klettern, trinken, essen. Hier haben wir so Insektenviecher gehabt. So. Essen haben wir. So, genau. Ah, ist so ein bisschen wie arg von der Steuerung her, ne? Also eigentlich auch wie jedes Survival Game. So, jetzt haben wir eine Axt. Können wir hier aber noch gar nicht gebrauchen. Aber ich könnte ja schon mal eine Spitzhacke auch machen. Ich habe keine 5 Äste. Hä? Na gut, aber gleich. Eine Spitzhacke, dann können wir auch schon mal Steine, brauchen wir die nicht mehr einzeln aufsammeln. So, ja, wichtig ist am Anfang erstmal Werkzeug. Und hier so eine Rohlederbettstatt, ne? Das brauchen wir auch. Wie weit sind wir denn dann da? Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir gleich aufpassen. Jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo auch Feinde sind, ne? Aber es ist Anfängergebiet hier wohl. Wenn ich das so in richtiger Erinnerung habe. Oder was ich so gelesen habe. Und auch geschaut, bin ich ja ehrlich. Ist ein sehr komplexes Spiel. Absolut, aber das ist gut, das macht Spaß, ne? Auf jeden Fall eins, wo ich mich wahrscheinlich viel aufregen kann. Das ist nie verkehrt. So, da sind wir dann. Sind wir mal hier, wo ein bisschen mehr Ressourcen auch sind. Nicht mehr da auf dieser toten Straße. Sondern sehr schön gemacht. Genau, wir spielen jetzt hier das neueste Update von Age of Sorcery. So. Wenn man hier mit 3 Sonnenbaum abdings, ne, das ist wie bei Ark gemacht. Anderes Werkzeug, andere Rohstoffe. Oder vermehrt andere Rohstoffe. Hier kriegen wir jetzt Rinde. Während wir bei der Axt hier Holz und Äste kriegen. Ne? So. Spitzhacke hier. Und dann holen wir uns noch ein paar Steine und dann können wir noch andere Dinge tun. Einen Bogen möchte ich mir gleich direkt bauen. Kleidung. Zumindest die Rüstung, die wir schon mal machen können. Ja. So. Ja. Genau, Battle Pass habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Vielleicht tue ich das noch, ich weiß es noch nicht. Im Moment spielen wir erstmal ohne den. Bin da noch nicht so schlüssig. So, aber wir haben schon mal diese Förderung. Hier, haben wir schon mal was abgeschlossen. Hier gibt es verbleibende EP-Multiplikatoren. Und hier können wir dann hinterher für den Battle Pass Sachen freischalten. Na, wir könnten hier jetzt diese Kleidung hier. Aber dafür müssten wir einen Battle Pass kaufen. Kostet zwar nur $10.
Aber im Moment habe ich noch kein Interesse daran. So, wir müssen mal so eine Bettstadt bauen hier. Achso. Ich brauche erstmal ein paar. Zwirne. Genau. Noch ein bisschen mehr Holz vielleicht. Nee, ich glaube, dann reicht erstmal. So für den Anfang. Wir müssen uns schnell mal irgendwo eine kleine Minibase machen, dass wir die ganzen Werkstätten und so aufbauen können. Das sind die kleinen, die tun uns nichts. Sind irgendwie so Schildkröten-Typen. Wir können den jetzt angreifen, aber lassen wir lieber. Ne? Noch sind wir noch nichts. Wir haben weder Kleidung noch sonst was. Deswegen jetzt erstmal hier alles herstellen. Ne? Und auch das kennt man ja aus den meisten Survival Games, dass man sich erstmal bekleiden muss und so was alle. Genau, wir haben Reiseschritt Ankleiden abgeschlossen. Sehr geil. Ja. Und dann würde ich sagen, wir bauen uns hier gleich was Schönes. Ach, guck mal. Hier gibt es noch Ranken. Mhm. Okay. Anderer Baum, andere Sitten. Da muss man auch alles mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht, was es alles so für Sachen gibt. So, hier wollte ich jetzt nochmal mit der Axt der Spitzhacke draufhauen. Das gibt auch Rinde. Jetzt wollte ich nochmal gucken, ob wir so eine kleine Palme da nochmal kriegen, wo ich gerade die Dings von abgekriegt hatte. Sowas hier. Ne, das gibt dann auch Rinde. Oh. Obwohl, das ist auch nur so ein Teenie. Ich glaube, der tut uns auch noch nichts. Ne. Die lassen uns noch in Ruhe. Und hier durch, ja, ich weiß gar nicht, ob man die Eier hinterher klauen muss. So. Genau, jetzt können wir gleich mal gucken. Wir können uns auch schon Sachen freischalten. Ja. Und ich würde sagen, da hinten sind Verbannte. Aber da wir noch nicht bewaffnet sind, müssen wir hier echt ein bisschen aufpassen. Hier schleichen nämlich auch gerne mal Krokodile rum. Deswegen immer schön vorsichtig sein. Hörst etwas entdeckt, die Wächter. Seht ihr da hinten? Da ist schon so ein Krokodil. Aber wir müssen auch mal was trinken. Deswegen hier mal einen kleinen Zwischenstopp machen. So. Ja. Was baue ich denn als nächstes mal? Hier ein paar Verbände wären nicht schlecht. 5 Stück. So ein Ding haben wir ja jetzt gefunden gehabt. So, den könnte ich ja auch mal hier voll machen, ne? Genau. So, sammeln wir immer viel Pflanzenfaser, brauchen wir gerade jetzt am Anfang eine Menge von. Aber wir haben noch keine Möglichkeit, eine Sichel zu bauen. Ja. Und ja, wir schalten uns jetzt einfach mal ein paar Sachen frei hier. Da vorne ist ein Poki. So, da müssen wir mal eben hier gucken. Und dann den Steinmetzlehrling schalten wir auf jeden Fall frei. Das hier können wir noch nicht freischalten, weil wir erst Eisenwerkzeuge benötigen. Und auch hier können wir auch noch nichts freischalten. Steinwerkzeuge haben wir. Den Kistenmacher schalten wir frei. Dafür brauchen wir aber noch einen Konstruktionshammer. Und hier Lagerfeuer schalten wir uns frei. Müssen wir aufpassen, wir haben hier oben nur eine bestimmte Anzahl an Punkten. Und hier den Bogen freischalten. Und den Krieger möchte ich mir freischalten erstmal. Und was zum Blocken? Ja, was zum Blocken ist auch nicht so verkehrt. Die Kleidung haben wir freigeschaltet. Was haben wir hier? Akolut von Mitra. Der ist eh schon freigeschaltet. Grab von Seth. Sethitisches Opfermesser. Ah, okay, da gucken wir dann später mal. Im Moment noch nicht. Jetzt haben wir erstmal die wichtigsten Sachen, um uns was aufzubauen. Jetzt
bräuchten wir erstmal diesen Konstruktionshammer, ne? Da können wir schon mal einen von bauen. So, ich wollte noch... Ja, wir müssen hier alle möglichen Sachen mal bauen. Den Bogen. Dafür brauche ich Zwirn. Dann machen wir doch nochmal Zwirn hier. Nochmal 5 Stück. Ja. Ja, cool wäre jetzt, wenn wir eine Dings hätten. Pass mit dem Krokodil auf, Junge. Hab's schon gesehen. Also ich würde mir hier jetzt gleich schon mal eine kleine Base oder was hinsetzen, wenn es dunkel wird. So, dann schauen wir mal. Ich stehe hier mitten im Busch jetzt. Ach so. Ich habe wieder was abgeschlossen hier. Oh Mann. Da sind Viechers. Was ist da? Ist da wieder so ein Camp oder was? Nee, da wohnen auch solche Viecher. Da ist so ein Lager wieder. Den Bogen, habe ich den jetzt gebaut gehabt oder noch nicht? Nee, mir fehlte noch was. Ne? Mir fehlten noch Zwirne. Aber ich habe doch welche gebaut. 6 herstellen. Ach, da habe ich doch 7 Stück. Was will er denn? Dann müssen wir jetzt fehlen mir die Pflanzenfasern. Na, tolle Wurst. Hier vorne haben wir Aloe. Die muss ich auf jeden Fall auch sammeln, weil daraus können wir uns Heiltränke machen. Auch sehr nützlich. So, ich muss mal hier ein bisschen mal aufräumen. Ich habe hier ein paar Verbände. Die behalte ich auch erstmal auf der Dings. Jetzt haben wir den Konstruktionshammer schon. Wir haben sogar Samen. Ranken. Ich weiß noch nicht, was man aus den Ranken macht, ne? Aber was du hast, das sollst du nicht wieder weggeben. Jetzt gucken wir mal kurz. Mein Magen knurrt. Okay. Dann ess doch mal ein paar Käfer. Oh ja. Satt. Nicht mal ansatzweise satt, der Gute. Genau. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wo ich mir jetzt erstmal hier meine Bettrolle aufbaue. Nicht zu nah an so einem Camp vielleicht. Jetzt würde ich mir erstmal hier so 2, 3, 4 Fundamente bauen. Eine richtige Lager will ich mir später noch bauen. Guck mal, da haben wir auch schon ein bisschen Eisen. So. Wie war das nochmal mit dem Drehen so? Also. Hä? Wieso kann ich das denn jetzt nicht drehen? Hä? Hallo? Grad ging das noch. Hä? Aha. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. So. Jetzt haben wir das. Dann kann ich mal eben gucken. Ne, mit F hier. Hier kann ich dann Werkstätten bauen, aber ich habe noch keine freigeschaltet. Aber eine Kiste. Die kann ich mir schon mal bauen. Das ist schon mal gut. Dann können wir schon mal ein bisschen was lagern. Warte mal, eine Bettrolle, die habe ich noch nicht gebaut, ne? Ne. Eine Bettrolle hat er noch nicht. Die soll ich jetzt noch mal bauen hier. So, dafür brauche ich nochmal 3 Zwirne. Aber erst baue ich jetzt meinen Bogen. Verflucht noch eins. Aber ich habe immer noch nicht genügend Pflanzenfasern. Okay. So, dann sammeln wir nochmal ein paar Pflanzenfasern hier. Müssen hier echt aufpassen. Die Kleinen tun uns zum Glück ja nichts. Hier ist nochmal ein bisschen Aloe. Weil noch kann ich mich ja noch gar nicht wehren. Ja, heute geht es ein bisschen länger, weil wir auch am Anfang so viel Geplänkel hatten. Ah, jetzt muss ich aber ganz vorsichtig sein hier. Niemanden aufschrecken. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich meine Fundamente hingebaut hatte.
Da weiß ich doch jetzt gar nicht mehr. Nein, das muss irgendwo hier gewesen sein. Ja, guck. So, wahrscheinlich auch in der Nähe vom Krokodil. Naja, wir schauen mal. Jetzt kann ich meinen Bogen endlich bauen. Ja, herstellen. Und Pfeile? Ne, nicht Knochenpfeile, hier. Feuersteinpfeile kann ich zweimal bauen. 20 Stück herstellen. Ja. Ach, Zwirne baut er auch noch. Oh Mann. Wieso baue ich denn schon wieder Zwirn? Ach so, hat er so gebaut. Ah, macht er ganz automatisch. Wieso kann ich nur zwei herstellen hier? Hatte ich nur so wenig Steine? Nein. Ich habe doch genug Steine. Wieso kann ich denn dann nicht so viele herstellen? Hä? Ne, ich brauche doch hier für Feuersteinpfeil brauche ich Äste. Ich habe genügend Äste und ich habe genügend Steine. Hä? Das muss ich mal verstehen hier. Ne, wahrscheinlich braucht er für einen Pfeil zwei Ast, zwei Stein. So wird's sein. Ah, okay. Aber wir haben jetzt 40 Pfeile. Den Bogen hätte ich gern auf die 1 und das Essen. Kannst du nämlich hier hin machen, dann kann ich das nochmal benutzen. Und hier Aloe darf da gerne aufgesteckt werden. Die Pfeile brauche ich auch nicht hier unten in der Schnellleiste. Nee, genau. Die brauche ich nicht hier unten in der Schnellleiste. Wo sind denn jetzt die 40 da? Aha, 80 Pfeile schon. Und er baut weiter fleißig da rein. Och, Mensch. Ja, egal. Genügend Pfeile. Macht auf jeden Fall Sinn. Was haben wir denn da? Ein totes Tier. Das ist gut für uns, oder? Nee, das ist nicht tot. Das ist nicht tot. Das sah ein bisschen so aus, oder? Meine ich das bloß? Ich glaube, das da ist so einer, der uns angreifen würde. Der Große da hinten. Aber ich habe es beim Ausprobieren gar nicht so angetestet, was uns angreift und was nicht. Von daher kann ich es nicht mal mit ganz genauer, also mit genauer Sicherheit sagen, wer uns hier angreifen wollen würde. Wir brauchen aber noch, soweit ich das weiß hier, was brauchen wir denn noch? Was können wir denn noch freischalten wieder? Wir könnten noch die Scharmützler freischalten. Das kostet uns nicht mal was und das hier auch nicht. Die nehmen wir sowieso alle mit. Das kostet 50. Boah, nee. Was können wir denn noch Schönes freischalten hier? Das war's erstmal, ne? Konnten wir nicht schon hier können wir ein Bett. Und die Fackel. Das haben wir freigeschaltet und mehr können wir noch nicht freischalten. Okay. Waffen haben wir den Krieger. So, also, haben wir jetzt alles freigeschaltet, was wir freischalten können. Bogenschütze, schalt frei. Was haben wir hier? Epische Bogen, freischalten. Die Treppen, na, die brauche ich jetzt noch nicht. Was ist da? Weber-Experte, kann ich freischalten? Ne, erfordert Weber. Weber habe ich noch nicht, ne? Gut, dann schauen wir mal weiter hier, wie es im Spiel so angeht. So, kann ich jetzt schon irgendwelche anderen Werkstätten bauen? Nee, ich kann nur diesen Schrein bauen. Das ist ja doof. Ich dachte, ich könnte schon irgendeine Werkstatt bauen. Müssen wir wahrscheinlich noch freischalten. Ja, dann tun wir das doch, ne? Ach ja, das Bett. Habe ich immer noch nicht gebaut. Gibt's doch gar nicht. Ja, Leder habe ich keins. Herstellen kann ich es nicht. Ich brauche noch ein paar Zwirne. Warte mal. Ich muss die Pfeile hier erstmal draufpacken. Weil wir haben erstmal 180 Dingens. Hier, Aloe. Nehmen wir mit. Pflanzenfasern.
Also nicht in der Nähe vom Krokodil. Gut. Ah, das schleicht hier aber auch irgendwo rum. Immer schön vorsichtig. Ne? Hey. Guten Tag. Macht der einen Aufstand, du? Echt. Hört sich echt gefährlich an, ne? Der Kleine da. So, genau. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir hoffentlich endlich unser Bett herstellen. Genau, sehr schön. Ist auch geil, dass der die Zwirne dann selber herstellt noch. So, Bettrolle wird fertig. Ach, du sollst das doch alles hier oben hinstecken, nicht immer hier unten. Siehst du, jetzt hat er ein Bett auch. Ja, obwohl das kann erstmal tatsächlich hier hin. Und dann können wir das mal eben ablegen hier. So. Jetzt haben wir einen Respawn-Punkt, falls wir mal sterben. Das ist gut. Und jetzt, ich sage, sammeln wir mal unsere ersten Punkte hier ein, wa? Ich habe hier immer noch 20 Pfeile, so eine Scheiße. So, das da. So. Ich würde mir jetzt tatsächlich mal das erste Camp hier zugute führen. Das Schöne ist jetzt mit der Bettrolle, da sehe ich immer, wo wir hier sind. Das ist ganz cool, ne? So, wo ist ja jetzt dieses blöde Camp gewesen? Da. Na, stirb! Stirb! Oh, oh, oh. Keine Ausdauer und da ist noch ein Bogenschütze. Oh Mann. Oh Mann, der muss eher sterben als meine einer. Jetzt schieß doch. Ach, keine Ausdauer. Verdammt ich. Ach, fuck. Fuck, 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 fuck. Stirb! 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 Oh. Der wurde gestorben. Oh, jetzt muss ich erstmal schnell einen Verband. So, die können wir nämlich abschlachten und kriegen wir dann auch hier Sachen von denen. Was ist das denn hier? Eine Wasserkugel. Gleich mal angucken, was man damit machen kann. Der hat eine aschefarbene Färbemittel. Ein Knochenschild. Okay, alles nehmen. Mal gucken, ist da noch einer im Camp und finden wir da noch irgendwas Gutes? So, jetzt wird es auch gleich Nacht. Die Nacht ist ja allerdings sehr kurz eingestellt. Die würde ich auch immer zum Bauen irgendwelcher Dinge benutzen. Guck mal, hier ist eine Kiste, wie geil. Was haben wir denn? Holz und Stein, ja, nehmen wir auch. Ist jetzt nicht der tollste Loot, aber ist okay. Ja, das kannst du nicht sammeln. Ist nicht der beste Loot, da hat der gute Meister gerade wohl dummerweise das Tier erwischt. So, hier können wir 8 Stück von herstellen. Das machen wir auch mal. Hier musst du mal aufpassen, ey. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen hier so ein Steinmesser. Stell das mal her. Dann brauchen wir noch ein Lagerfeuer. Stell her. Also dieses Steinhackmesser und dieses Abhäutemesser. Dafür brauche ich dann nochmal Steine. Oh. Und eine Fackel wäre vielleicht cool gewesen. Damit wir alle was sehen können. So, kann ich eine bauen? Ja,
Oh, das dauert jetzt nur noch. Kann ich die irgendwie in der Reihenfolge nochmal verändern? Nö, natürlich nicht. Ist ja klar. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin hier und die Bettrolle muss irgendwo hier sein. Um meine Kiste. Ah, hier siehst du jetzt nichts, ne? Dann würde ich sagen, wir warten so lange im Camp, bis es heller geworden ist. Da sind wir auf jeden Fall mal im Hellen und sehen was. Aber wir können ja jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen bauen. Und morgen früh finden wir das Ding wo wieder. Da muss ich mir da auch mal irgendwie eine Beleuchtung anbringen. Aber wir können mal eben gucken, was das hier bringt. Die Wasserkugel. Info. Auf dem Elfenbeintisch steht eine Kristallflasche, antwortete er. Füll sie mit Wasser und binde einen Streifen des zerrissenen Vorhangs ans Griff um ihren Hals, während ich den Teppich zerschneide. Der wandelnde Schatten. Eine einfache, mit Wasser gefüllte Glaskugel. Sie kann verwendet werden, um Feuer zu löschen oder Partikel in der Luft zu binden. Okay. Und das Färbemittel ist wofür gut? So, dieses Färbemittel kann auf Stoffe aufgetragen werden, um diese zu färben. Da verschiedene Materialien unterschiedlich auf Färbemittel reagieren, bekommt Leder eine andere Farbe als Metalle. Cool. So, wie lege ich jetzt so ein Schild an? Kann man das jetzt irgendwo hier anlegen oder was? Dabei wissen sie ja nicht. Habe ich irgendwas freigeschaltet noch? Ja, hier, Wandfackel, ne? Freischalten. Hier, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Hier auch nicht. Nö, erstmal noch nichts. Attribute. Ach, wir können Attribute einstellen. Ich habe 8 Punkte zu vergeben. Ui je. 2 auf die Beweglichkeit und 1 hier unten auf die Kompetenz, weil die ist erhöht unser Gewicht, das wir tragen können. Das ist soweit auch schon ganz cool. Genau, ich brauchte noch Steine, habe ich gesagt. Dann holen wir uns doch welche. Hier mit der 3. So. Dann holen wir uns noch ein paar Steine und machen uns das heute Messer. Und dann können wir nämlich demnächst mal Tiere jagen und Leder sammeln und Fleisch. Und dann gibt es besseres Essen als eklige Käfer, ne? Das ist auch schön gemacht irgendwie, ne? Ja. So, es wird schon langsam wieder hell, wie ihr seht. Also so lang sind die Nächte hier nicht. So, das Häutemesser wollte ich noch machen. 1 reicht mir. Und Knochen klauen, da muss ich mal gucken, aber dafür brauche ich erstmal Knochen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich mich hier niedergelassen habe. Das wird auch noch ein Spaß. Da ist es ja. Hier ist es doch. So, ich kann nämlich ein paar Sachen jetzt hier in meine Kiste legen, die ich nicht brauche. So, ja, und ihr dürft mich auch gerne ein bisschen unterstützen hier, wenn ihr Ideen habt. Oder wenn ihr seht, was ich falsch oder richtig mache. Dann dürft ihr mir das auf jeden Fall sehr gerne sagen. Das sind so Waffen, habe ich so mitgekriegt, die wechselst du halt immer. So, ich würde dann auch die Verbände hier hinlegen. So, den Drang auf die 8 legen. Und dann können wir uns auch immer heilen. Hiermit holen wir uns Fleisch raus und mit diesem Schälmesser, also mit diesem Abhäutemesser, holen wir uns Leder aus den Leuten. Ne? So, jetzt muss ich aber mal eben einmal das Lagerfeuer hier aufbauen. So, das können wir hier hinsetzen. Jetzt könnten wir hier Holz reintun. So, kann man das irgendwie halbieren? Nee, so nicht. So. Ja. Nee, so. Ah, so kann man zum Beispiel sagen. 53, okay. So, so mit Shift und dann ziehen, ne? Wenn ich jetzt Fleisch hätte, könnte ich mir schon Steaks machen. Wir haben aber noch kein Fleisch. Wir haben diese gekritzelte Notiz. Habe ich mir die schon mal durchgelesen? Achso, dieses Objekt kann nicht verschoben werden. Dann hier Info.
Ich bin geschlagen, in den Ruinen der Vergangenheit zum Sterben zurückgelassen. Hier sind noch andere Sklaven, Banditen und Kannibalen. Verbannte aus Ländern, von denen ich noch nie gehört habe. Einige von ihnen versuchen, im Ödland Leben abzutrotzen, indem sie in den Felsen und im Sand wühlen, um eine neue Heimat zu finden. Ich kann nicht mehr. Mein altes Leben verfolgt mich. Die Sonne über den funkelnden Gipfeln von Belvarus ist mir auf immer verwehrt. Der Duft der Haare meiner Tochter. Ich werde den Geisterwall passieren, auf das mich dieses verfluchte Land endlich töten möge. Wer auch immer diese Nachricht liest, ich hinterlasse ihm mein letztes Wasser und diese Botschaft. Fremder, du tust mir leid. Du ahnst nicht, wie sehr du verdammt bist. Aha. Okay. Dann können wir schon mal hier lassen. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch Schluss für die erste Folge. Ja, ich hoffe, euch gefällt das, dass wir hier Conan Exiles anspielen und ihr habt Bock mit mir, das Abenteuer gemeinsam zu erleben. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.